Okay, die Hündchen wollen nichts. Ich müsste den natürlich halt nicht wehtun. Deswegen machen wir das so. So. Wo wir jetzt nämlich hin wollen würden, ist nämlich ganz einfach hier. Wir laufen nämlich jetzt den ganzen, naja, fast den gesamten Weg halt wieder zurück. Werden uns einmal hier umsehen. Hier haben wir es dann Granaten. Das ist tatsächlich etwas sehr Gutes. Hier haben wir M9. Ration, sehr gut. Bisschen zukommen. So, damit haben wir auf jeden Fall schon mal unser erstes Sniper-Rifle. You can use that against Sniper Wolf. Hurry up and save Merrill. Das ist nämlich das PSG-1T, das Betäubungsgewehr. Was halt sehr nützlich sein wird. Hier haben wir die Box 2. Aber ich werde nicht nur das halt holen. Denn wir haben noch ein anderes, was wir holen wollen. Theoretisch gesehen bräuchte ich das eigentlich nicht holen. Aber ich werde es dennoch holen. Einfach weil ich das Gewehr halt auch haben möchte. Und ich glaube auch, das ist das letzte Mal, dass wir halt wirklich richtig einmal komplett hier zurücklaufen müssen. Hier Kameras sind, ist ein bisschen verwunderlich.
Aber nichts ist unmöglich. Toyota. Hä? Was ist das für ein Geräusch? Hä? Fußspuren? Der hat mich doch tatsächlich gesehen. Minen sind hier auch nicht mehr, ne? Jo, keine Minen mehr. Das ist doch schön. Ha. Okay, die Dinger haben sie komplett ausgeschaltet. Das finde ich ehrlich gesagt gut. Okay. Gab's da oben noch irgendetwas? Glaube nicht, aber das werden wir sowieso auf dem Rückweg dann halt holen. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Schon mal die Nikita-Sachen, die wir voll haben. Ah, hier ist noch ein Büchlein. Okay. Der hat nix aus. Das ist Farmers Munition. Die brauche ich jetzt nämlich nicht. Und den Alarm muss ich jetzt nicht unbedingt auch noch auslösen.
Ich hab da was gehört. So, hier kriegen wir einen. Ach ja. Jetzt ist die Waffe auch noch leer. Ich glaube es ja wohl nicht. Machen wir das einfach, indem wir hier hingehen. Hier haben wir unsere Ruhe. Okay, ja. Ach ja. Machen wir die und die auch noch kaputt? Und dann schauen wir uns doch mal um, was gibt es hier denn so Schimpfernes. Wahrscheinlich, so wie ich mich gerade kenne, einfach mal nichts. Ja, hier gibt es wirklich einfach nichts. So auf dem Motto Schade AD. Ach, da waren ja noch Munition, ne? Achso, ja, ich hab ja Zuckermunition, habe ich ja wegen den Kameras verschossen. Aber ja. An den Dingen hatte ich jetzt nicht so gedacht gehabt. Okay, da ist nichts. Dann krabbeln wir einfach mal hier raus. Dass hier aber auch nichts ist, das verwundert mich schon ein bisschen. Normalerweise war sonst halt immer so irgendwas, womit man da noch das ein oder andere mit deaktivieren können. Aber anscheinend haben sie sich das hier so ein bisschen gespart. Die M9-Munition, die ist auf jeden Fall auch sehr gut. Keiner braucht die Farmers. Also ich nicht. HDAD, der hat nichts. Aber gut. Ich
Ich will nicht wissen, wie viele Dings es schon habe. Wobei dürfte eigentlich nicht ganz so viel sein. Ich habe nämlich einen Randomizer angefangen. Und mit dem Randomizer, da habe ich sehr häufig das Problem, dass ich da den. Dings abkriege. Da ist nämlich 4. Das finde ich ist so ein bisschen unsauber gelöst. Hier haben wir die das Wärme. Wärme nichts nämlich. Und hier haben wir einfach sonst nichts. Doch. Mir Stangranaten. Die Stuntgranaten. Schade, die lassen überall keine Munition droppen. Da fand ich den zweiten Teil besser. Gehen wir zurück. Natürlich seid ihr wieder wach, ne? Es könnte ja auch anders sein. Meine Güte! Aber ja, ich finde es eigentlich interessant, dass die doch von weiter weg halt schon sehen könnten. Und einen dann bemerken, allerdings halt das nicht genau sehen und deswegen erstmal nachgucken kommen. Das finde ich schon interessant und auch gar nicht mal so schlecht. Das macht es ein bisschen glaubwürdiger.
Machen wir das einfach so. Doch. Dann so. Ich glaube, das musste ich doch nach B1, oder? Also. Eine weitere Ration. Das kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. Gibt es hier sonst noch irgendetwas, was man vielleicht abgreifen kann für einen kleinen Cent? Nö. Nichts. Farmers ist voll. Okay. Ey! Die Hühnchen. Zumindest ist der Kleine lieb. So. Brauch unbedingt das Diazep. Und ein bisschen Deckung. Ich möchte ja Sniper Wolf tatsächlich. Okay, das Diazepam wirkt nicht lange. Okay. Komm zurück, meine Liebe. Ich warte jetzt so lange, bis sie erstmal zurückkommt.
Ich denke mal, die Position, wo ich hier bin, ist für sie auf jeden Fall besser. Verdammt. Das ist keine gute Position, die ich hier aktuell habe. Ich habe hier sowieso einen Nachteil. Positionsmäßig. Da ist sie. Das war ein Treffer gewesen von ihr jetzt. Dass der einen aber auch so für sieht. Das war der letzte. So. Man könnte natürlich halt auch noch hier reinrennen und alles. Natürlich ist da noch eine Kamera. Könnte ja auch nichts anderes sein. Da ich weiß, was mich da gleich erwartet. Ja, nämlich genau das. It's hard to miss when you're this close. Toss your weapon over here. Slowly. You're a fool to come back here. Stupid man. Alina.
tidy sniper, huh? Don't you know that the majority of the world's great assassins are women? Do you want to die now? Or after your female friend? Which will it be? I'll die after I kill you. Is that right? Well, at least you've got spirit. I am Sniper Wolf, and I always kill what I aim at. You are my special prey. Got it? I've left my mark on you. I won't forget it. Until I kill you, you're all I'll think about. Can you hear me, Solid Snake? He's tougher than I thought. Do you know who I am? No. I always knew that one day I would meet you. The man who stole the light from my life. Because of you! Forget it. Your body is strapped down tight. Me? Why? I'm the man from whom you stole everything good. And now, after the sacrifice of our brothers, after 30 long years, finally, the two of us meet. The brother of light and the brother of dark. Do you need his genetic information too? Yes. I want a sample while he's still alive. We need it to correct the genome soldier's mutations. Then we'll be able to cure them? No. We still have to get our hands on Big Boss's DNA. Have they given in to our demands yet? Not yet. They won't give in. They're all hypocrites. Every one of them. Is that your opinion as a Kurd? They always put politics first. That's right. That's why they want to avoid any leak about their precious new nuclear weapon. Boss, it looks like our friend is awake. Es ist komisch, dass sein Mund sich nicht bewegt hat, aber naja. Definitely is a resemblance, don't you think, little brother? Or should I say, big brother? I'm not sure. Anyway, it doesn't matter. You and I are both the last surviving sons of Big Boss. It's me. Really? Then what? Those idiots! All right, Raven. I'll be right there. They're not responding to our demands. We'll launch the first one in 10 hours as planned. Damn Americans. Looks like you read them wrong.
Something's funny. Normally, the Americans are the first ones to the negotiating table. They must think they've got something up their sleeves. So it's come down to it, has it? We're gonna launch that nuke and ride it all the way into history. I've got to take care of some launch preparations. You're in charge here, Ocelot. What about you? Want to stay for the show? I'm not interested. It's time to feed the family. So, you prefer your wolves to my show, hmm? Ocelot, don't screw up like you did with the chief. Yes, I know. That was an accident. I didn't think a pencil pusher like him would be so tough. Well, his mental defenses were reinforced by hypnotherapy. Boss, what about that ninja? He's killed 12 men. Whoever he is, he's some kind of lunatic. Bastard took my hand. How could he have gotten in here? Perhaps there's a spy among us. Mantis is dead. We've also got to find out what killed Baker and Octopus. We're short-handed, so make this little torture show of yours as short as possible. Torture? This is an interrogation. As you wish. See you later, brother. Your woman is still in this world. Meryl. Down! Once she picks a target, she doesn't think about anything else. Sometimes she even falls in love with them before she kills them. Finally, just the two of us. Sie sollte eigentlich schwarze Witwe heißen. Not bad. Caught a nice nap on this revolving bed of yours. Too bad I was sleeping alone. Glad to hear that. This is some bed, all right. I'm about to show you some of its nicer features. Where are my things? Oh, don't worry. They're all there. Washington was taking quite a chance sending you here. Someone must have a lot of faith in your skill, carrier boy? Huh? So, Metal Gear is armed with a new type of nuclear warhead, huh? Why don't you go ask Campbell for the full story? The Colonel? By the way, you got an optical disc from President Baker, didn't you? What if I did? Is that the only disc? There's no other data? What do you mean? There's no copy. If not, that's fine. Schleswig-Holstein. Is Meryl okay? She's not dead.
thanks to Wolf's whim, but it's up to you if you wanted to stay that way. You were holding one card key. Where are the other two? What's the trick behind that key? Trick? That weasel of a president said there's some kind of trick to using the key. Hell if I know. I see. No problem then. We're going to play a game, Solid Snake. And we'll find out what kind of man you really are. When the pain becomes too great to bear, just give up and your suffering will end. But if you do, the girl's life is mine. Das werden wir zu verhindern wissen. Deswegen habe ich mich übrigens geheilt. Press the resist button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the surrender button to submit. When your life reaches zero, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using auto fire, or I'll know. Snake, it's been a long time since you saved your game. Yeah? So what? If your body can't survive the torture, it'll be game over. You really want to travel down that long road again? Come on, I won't tell. Why don't you just give up? I'm going to run a high-voltage electric current through your body. If it's just for a short time, it won't kill you. Did you know that it was the French who first thought of using electrical shocks as a means of torture? Hey, French films are all right, but I don't care about that crap. You're a tough guy, Snake. But I've got some bad news for you. You're no POW. You're a hostage. There's no Geneva Convention. No one is coming to save you. Starting to feel a little scared? Good. You should be. Okay, let's get started. Wie es aber weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage damit bis zum nächsten Let's Play Part. Bleibt SFB, meldet sich ab.